Das schaffst du. Darf ich jetzt keine verpassen? Keine Wire? Die Musik wird jetzt so toll. Well, perfekt für Amnesia. So, und dich verpasse ich nämlich oft. Aha. Muss ich mit jetzt machen? Ja. So, das war's jetzt erstmal. Du hast ja alles schwimmen und laufen. Ja. Öl, Scheiße, Dreck. So. Nicht toll. So, das hab ich. Das hab ich. So, eins noch. Oh, das geht aber jetzt fix hoch. Ja. Ja, sehr gut. So, das war's doch sicherlich. Na gut, wenn, dann ist es jetzt eh zu spät. Ja, es schaut zumindest gut aus. Ja, sehr schön. Frisch, money, money, money. Jawohl. Raus! Auf Anhieb geschafft. Ja, ich verließ ja nicht wirklich. Ja, ja, klar. So. Klettern. Gott. Die Frau hat uns vorhin mit Pflaumen beschmissen. Ja. Der verrückte Frau. Die hast du nicht mal gesehen. Man hat's nur knallen hören hinter uns. So, los geht's. Genau. Geld, money, money, money. Den schon in der Maschine. Gut. Das hat sich jetzt so angehört. Ich könnte ja mal schnell sterben. Oh, sehr schön. Ich tue es gerade. Weil. Wir schauen uns jetzt mal an, was passiert. Wenn du stirbst. Ja. Ach ja. Cool, bring ihn her. Bitte, wir spielen gerade. Ja, wir sind gerade sehr beschäftigt. Asche? Asche? You are dead. Greg heißt er, ne? Ja. Und er hasst Katzen. Yay. Wer tut das nicht? Hello. My name's Greg. The Grim Reaper. Don't laugh. Aren't you a little shot to be a Grim Reaper? Well, how many Grim Reapers have you met before, mate? What am I supposed to look like? Yeah, that's a good point. Well made. Now, let's see. Ah, yes. Conker. Surname? The Squirrel. The Squirrel. The... Oh, bloody hell. You would have to be a sodding squirrel, wouldn't you? Why, is there a problem with that? Well, yes, there is, actually. It's like those bloody cats. Such a pain in the ass. You're one of these special cases. Oh, really? Yes.
Apparently, according to the powers that be, I'm just doing my job. I do what I'm told. Ich finde den so süß. Ich will den haben. Apparently, ah, schau mal, Frau, der Tod. Many lives as they think they can get away with. Dankeschön. Oh, Dankeschön. So I'm not dead. Danke. You're dead, but not quite. Backst du noch einen Kuchen für uns? I'll be off then. Just you. Wait, smart ass. You don't get out of it that easy. Now, the thing is, you may not be dead, but that doesn't mean you can't die. You just have a few more, shall we say, chances. Yeah. Like cats. I hate those things. Right, distributed around your little world are these tail things. Squirrel's tails. If you can get them, I'll give you an extra chance. Understand? Well, sounds a bit strange, but okay. Strange? The best bloody deal you're going to get, you little prick. Right, that's it. Piss off. I've got some cats to see. Bloody things. I hate those bloody cats. The way they meow and they piss everywhere. And their shit smells just bloody awful all over my face. Ich mag den Tod. Der ist klasse, der Greg. Der erinnert, warte mal, der von, Book of Unwritten Tales war aber auch super, der Tod. Der war auch klasse, der, das stimmt, ja. Der arbeitslos war. Der ist heiß. Der ist auch frisch. Wie, jetzt fange ich hier wieder an? Eigentlich ist das ja ziemlich makaber. Sehr schön. Dass du Eichhörnchenschwänze aufsammeln musst, dass du ein extra Leben kriegst. Naja, das ist wie mit Fuchsschwänzen oder so. Oder mit keine Ahnung. Das ja, ist auch ein extra Leben. Tommy, nicht mit auf Destiny. Bitte. Ja, bitte. Genau, genau. So, wir sind ja so nicht, ja. Nee, aber das ist schon wirklich Arch. Froh. Also, komm. Froh. Daniel, danke. I'm gonna have that gold card before you know it. Ich glaub, so tief müssen sogar wir nicht runter. Wenn du wüsstest. Dann verlierst du schon. Ja. Ich hol mir jetzt noch schnell viele Leben. Und dann kommen wir schon endlich ins Pupuland. Yay! Ah, das wird so toll. Ja, speaking of Niveau, ne? Das hat ja auch einen Kontext, ja? Mhm. Einen vernünftigen. Pupu. Oh mein Gott. 13 Leben. Sehr schön. Ja. Das ist der Weg. So, und jetzt müssen wir aber erstmal Pupu besorgen. Ach so, stimmt ja, die ist jetzt offen, ne? Ja, genau. Ah, es geht weiter. Sehr schön. Genau, das Tischbein. Es gibt nur eine Lösung dafür. What are you looking at? Nothing, Sire. Good. Oh. I think I can hear him. I think I have found the problem. Stop! We have here, if you look, the table. If you analyze the table closely, as I have done, most particularly, you will see that there is a gap. And we are not talking any old gap here, my lord. It is a sizable one. Now, milk goes here. What happens? We have the fulcrum here, the milk here. The weight problem, not good. Milk falls off because of a gap. Yeah, that is what is the problem. The gap. I think I see. And the solution? Ah, now this is where it gets complicated.
I was mulling over what would fit in the cabin. I tried many things. I tried elephants, pot plants, many things. But the one thing, and I was sure of it at the time, I was sure it was a rodent. Sure enough, it was. This one. Varius squitchtalius. To use the proper vernacular. To the layman, the red squirrel. This red squirrel. Yes. Squirrel. I've heard of them. Yes. So? So it's a simple, Malish. We need a squirrel. And we put him here. You not spill your milk? We don't get ducked in. Gentlemen. Yes, my liege. Get me one of these red squirrels. Ja, andere Methoden gibt's ja nicht. Na, natürlich, man braucht unbedingt ein Eichhörnchen, um den Tisch zu reparieren. Machst du das wohl anders? Nee, ich hab 3 Stück hier. Ja, stimmt, ja. Die sind so unauffällig. Hey, right there. How you doing? Hi, how you doing? Come in now. Yeah, sit down, what do you want? Oh, this like really smell. Well, she wear like dung beetles and you rolled a poo around knows what for. Oh, really? If you want some poo, alright, get your ass in there. There's these cows. Get them in there. Get them to crap and I'll make you a bowl of poo. And you can do what the hell you like with it. Go on your break. You still here? Oh, charming.